Am Wochenende öffnet der Semperbau am Zwinger in Dresden seine Türen. 7 Jahre hat die Sanierung der Räume und Objekte gedauert. Nun erstrahlt die weltberühmte Gemäldegalerie Alte Meister in ganz neuem Glanz. Dank August dem Starken und seinem Sohn, die beides begnadete Sammler waren, hat Dresden etwas, was weltweit einzigartig ist. Nämlich ganz viele Bilder von weltberühmten Malern wie Lukas Cranach oder Giuliano Romano. Selbst die großen Museen in New York, London, München und Berlin können da nicht mithalten. Allein Raphaels berühmte Sixtinische Madonna zieht jedes Jahr Tausende von Touristen in die staatlichen Kunstsammlungen. Damit das so bleibt, wurde nun das perfekte Klima in den Ausstellungsräumen geschaffen und auch das Lichtkonzept ist perfekt auf die einzigartigen Meisterwerke abgestimmt. Darüber hinaus gibt es eine neue farbige Wandbespannung und die Skulpturensammlung wurde mit in die alten Meister aufgenommen. Über 400 Skulpturen können die Besucher nun in direkter Nähe zu den alten Meistern bewundern. Ergänzt wird das Museumserlebnis durch eine barrierefreie und multimediale Vermittlung. Künftig ist der Semperbau flächendeckend mit WLAN ausgestattet und darüber kann der neu konzipierte Multimedia-Guide aufgerufen werden. Am Wochenende nun eröffnet der Semperbau. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei.